Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Scrap Mechanic. Yeah! Ich bin euer Exalco, wir legen auch gleich los. Ihr seht es schon, es hat sich ein bisschen was getan, aber nur ein bisschen. Okay, ich muss zugeben, ich habe jetzt drei Stunden fast dran rumgepuftelt und geduftelt. Und ja, ich finde, es ist gut geworden. Ich werde euch zeigen, was ich gemacht habe, weil in der Folge wäre das echt ewig geworden. Deswegen habe ich das schon mal ein bisschen gebastelt, aber mal schaut mal hier. Schaut mal, sieht das nicht... Sieht das nicht gut aus? Oh, der ist falsch. Da muss ich nochmal gucken, dass der dann da in der richtigen Stelle ist. So. Du gehst dahin. Auf der anderen Seite auch. Muss ich dann doch ein bisschen anders da hier machen. Aber sieht das nicht gut aus? Und es funktioniert auch gut. So, ich kletter mal mit euch mal hoch. So, hier ist die Technik. Die wird dann noch ein bisschen verbarrikadiert. Sprich, wir haben eine Mehrlenkerachse. Sprich, hinten lenkt auch. Hatte ich ja gesagt, Monster Truck können die Lenkung hinten zuschalten. Deswegen habe ich das mit integriert. Zeige ich euch aber gleich. Und ja, genau. Von der Höhe her und so sieht eigentlich echt gut aus. Fahrerig habe ich auch schon ein bisschen probiert. Er wird Nitro haben. Also wir müssen dann noch so einen Nitro-Schub reinbringen. Weil so ist er jetzt ein bisschen slow. Aber das ist normal. Die sind ziemlich schwer. Also das ist schon cool geworden. So, genau. Also ich habe jetzt ja gesagt, ich will hier meine dreifache Dämpfer haben. Ich habe hier zwei große, eine kleine immer in der Mitte. Sieht man ja. Sieht richtig cool aus. Auch vorne. Und eigentlich ist das Prinzip vorne und hinten ziemlich gleich geblieben. Also hat sich nicht groß was verändert. Und ja, genau. Ich zeig's euch mal. Ich steig mal ein. So. Also, wir haben einmal normale Lenkung. Sprich nur vorne. Und wenn ich jetzt die 3 drücke, dann schaltet er die Hinterachse dazu. Voila. So, da müssen wir aber auch noch ein bisschen gucken, weil er jetzt so ein bisschen sich an die Karosserie anhängt. Dass wir vielleicht die Stoßdämpfer ein Stück stärker stellen, damit die nicht immer da dran kleben. So, und jetzt zeige ich euch, wie das im fahrerischen Modus aussieht. Also ich muss ehrlich sein, ich habe geguckt, ob es vernünftige Monster Trucks gibt. Ich habe keinen vernünftigen Monster Truck gefunden, der hier so eine schöne Technik unten drin hat. Also ich habe das jetzt wirklich auf Bildern, ich habe zig Bilder angeschaut, Videos angeschaut, dass das irgendwie so halbwegs ähnlich aussieht. Ich zeige euch jetzt mal. Wenn ich jetzt hier so runterfahre, wie schön diese Stoßdämpfer in der Mitte schön mitarbeiten. Also wirklich richtig geil geworden. Wie schön das hier jetzt hier reinarbeitet. Also wirklich voll geil geworden. Und ich muss sagen, der Truck ist oben immer relativ gerade und unten wackelt alles und rüttelt und so. Also wirklich richtig phänomenal geworden. Ich mache jetzt mal hinten aus. Also wirklich saugeil geworden, wenn ich hier jetzt so hier lang fahre. Hier durch die Hügel. Also wirklich hammermäßig smooth. Also damit kann man wirklich richtig geil im Gelände fahren und vielleicht auch über den ein oder anderen flachen Fahrzeug. Also wirklich saugeil geworden. So, und ihr seht auch, wenn ich lenke, wie hier hinten die Lenkung aktiviert wird. Und wenn ich 3 aktiviere, dann schaltet die hintere zu. Ich erkläre euch mal, wie das funktioniert. Wir haben ja hier jetzt die Lenkung, sprich ich steuere eigentlich nur das Ding hier an und hier geht ein Sensor, sprich links lenken, rechts lenken. Und dieser kleine Sensor geht in ein Logic Gate, in einen Controller, der mit den Reifen vorne verbunden ist. Da braucht ihr dann natürlich 2 Bearings, einmal links, einmal rechts lenken. Und dann kann man auch beliebig einstellen. Ich könnte jetzt hier 90 Grad Winkel einstellen, wollen wir aber nicht, 30 Grad reicht. Ja, genau. Und das Schöne ist, so mit per Controller Bearing ist viel stabiler. Ich wollte das erst ohne machen. Das Problem ist, dass das Rad hinten immer so mitzieht irgendwie. Also es ist nicht wirklich stabil und das fand ich voll doof. Deswegen habe ich das so gemacht. Und ich wollte es natürlich, dass man die Lenkung hinten zuschalten kann. Das funktioniert aber nur so, wenn man das hier mit so einer Lenkung einfügt. Vernünftig. So. Was habe ich noch gemacht? Ich habe, genau, also wenn ich jetzt hier links lenke, wird der hier aktiviert, gibt das Signal weiter an die Hinterachse, also ich sprich für die Räder hinten, und durch den Schalter wird der erst aktiviert, also sprich, ich stelle den hier auf AND, also sprich, der Schalter muss aktiviert sein und das Signal muss kommen. Nur so lenkt er hinten, sprich, wenn der Schalter nicht aktiviert ist, geht das Signal nicht weiter, weil eigentlich noch ein Signal fehlt, nämlich das AND halt. Genau, das ist eigentlich alles. Und ja, ist echt cool geworden. Also muss ich schon sagen, auch hier hinten, unten drin, mit den Stoßdämpfern, also die sind hier vorne mit dem Bearing verbunden. 45 Grad Winkel gehen die nach unten. Sind hier unten so ein bisschen eingepfercht. Hier so.
damit sie wirklich fest da drin sitzen. Und wichtig ist natürlich, wenn ich den jetzt neu lifte, also ich lifte ihn mal, dann seht ihr, wie das jetzt so aussieht. Also sprich, der ist hier so gerade eigentlich. Und wenn ich ihn absetze, klappt das so da rein. Genau. So. Voila. Mein schöner Monster Truck. Ist echt cool geworden. Ich mag ihn jetzt schon. So, jetzt brauchen wir aber auch noch Nitro, sprich so ein Monster Truck. Die haben ja meistens, das haben die 600 PS oder sowas. Und die haben eigentlich im Normalfall so einen zuschaltbaren Schub. Also wirklich Nitro. Und das wollen wir natürlich auch einfügen, dass man sagen kann, okay, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Schub, weil ich jetzt springen möchte. Und da holen wir uns hier jetzt mit der 4 zusätzlichen Schub und haben dann hier unseren kleinen Nitro-Vergaser. So. Genau. Dann wollen wir das mal alles ein bisschen verschachteln und verpacken. Dran müssen wir eigentlich nie wieder. Deswegen machen wir das hier jetzt eigentlich komplett zu. Müssen wir mal schauen, wie wir das hier gestalten. Weil eigentlich würde ich ja gerne die Nitro-Kammer zu haben. Weil ich will nicht, dass man eigentlich hier sieht, dass der hier so ein Nitro-Tank hier drin hat. Deswegen machen wir das jetzt so. Da holen wir uns die schöne Schräge her. So, dann machen wir das nämlich so. Hier müssen wir noch eins dran setzen. Ist eigentlich egal, wie rum. So, genau. Dann nochmal hier eine Reihe drauf. Dann hat der hier auch genug Platz und verkantet sich dann nicht irgendwie. Dann nehmen wir den hier. Das geht nicht, weil wir hier den hier haben. Wir könnten den natürlich gegen so einen austauschen. Jetzt müssen wir nur gucken. Genau. Müssen wir ausprobieren. Also ich würde ja spontan sagen, dass wir hier zumachen. So müsste es eigentlich passen. Der ist ganz schön hoch wie ein echter. Also wirklich, man muss da hier ein bisschen Sport betreiben. Lassen wir das offen? Da bin ich nur ein bisschen überlegen. Lassen wir das offen, machen wir das zu. Ha, ich weiß es nicht. Und dann könnte man auch sagen, dass wir hier den hier setzen. Ich glaube besser, oder? So. Und hier den hier machen. So, das sieht doch echt cool aus. Oh Mann, Xarok, du hast wieder mal was geschafft. Ich hoffe natürlich, dass der vernünftig ankommen wird bei euch. Das ist ja immer der größte Wunsch eines Erbauers, dass den Leuten das gefällt, was sie hier kriegen können. Aber lassen wir uns überraschen. So, dann machen wir den hier wieder. So. Ist das richtig? Ja, gut. Hinten, das hat ja eigentlich nicht wirklich einen Nutzen bei so einem Monster Truck. Darum geht's auch nicht.
dass man hier irgendwie die Familie mit in den Urlaub nehmen kann. Also ich habe mal einen angeschaut, wo ich gesehen habe, der war gar nichts. Also das war einfach, da war eigentlich nur Leere gewesen. Es gibt bestimmt Unterschiede, aber also wirklich richtig war da nichts drin. War einfach nur leer gewesen. Und naja, ich denke mal, dass mir da keiner böse ist, wenn wir den auch so leer bauen. Wenn da jemand irgendwas anderes hinhaben will, dann kann er das natürlich gerne verändern. So, nee, das ist der falsche. Den können wir eigentlich nehmen. So. Ich hoffe natürlich, dass das mit der Lenkung hier hinhaut. Dass er genug Platz hat für die Lenkung. Genau, den müssen wir weglassen. So können wir ja mal ausprobieren. Ja, müssen wir die Feder ein bisschen stärker machen, damit die nicht so einfedert beim Lenken. Aber wenn man fährt, dann schiebt der nicht so. Das ist eigentlich okay. So, probieren wir den Nitro aus. Ja, da geht was. Cool. Okay. Jetzt habe ich vergessen aufzumachen. So, dann haben wir noch schon mal so ein bisschen das Heck. Das gefällt mir. Das ist gut geworden. So, jetzt müssen wir uns um die Front noch kümmern. Ich denke mal, dass wir dann hier auch auf jeden Fall so machen können. Und, müssen wir mal gucken, wie wir das hier verschachteln. Weil der obere ist kein Problem, der untere ist eigentlich so ein bisschen das Problem. Deswegen können wir das auf jeden Fall so machen. Genau. Oh, das sieht wieder echt, Leute, das sieht so geil aus. Boah, das ist cool. Ah, jetzt. Ich freue mich schon, den euch zu zeigen. Gut, schauen wir mal von unten. Passt das? Ist das symmetrisch? Ja, es ist identik. Identico. So, dann probieren wir das nochmal. Aber sieht gut aus. Auf jeden Fall müssen wir die Stoßdämpfer vorne und hinten ein bisschen stärker machen. Vielleicht hier so 5 auf die vordere. Ah, ist vielleicht zu viel. Machen wir mal 4. Auf die hintere 4, damit er so ein bisschen hoch geht. So. Schauen wir mal. Da ist immer noch ein bisschen. Dann machen wir den hier auch mal auf 4. Geht er nur mal ein Stück hoch. Er soll natürlich nicht zu stark sein, sonst federt er natürlich nicht mehr. So, schauen wir mal. Ja, so ist okay. So ist gut. Schauen wir mal, wie er noch federt. Ah, der federt noch wunderschön hier. Schaut mal. Ah, oh, ist das ein geiles Teil geworden. Ich finde auch die Lenkung cool. Die ist schön smooth geworden. Muss man schon sagen. Wenn man dann loslässt, dass er dann so langsam wieder gerade wird. Na, ist schon cool. I like. So, ein bisschen Nitro. Ab geht die Post. Geil. Geil, 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 geil. Okay. So, da fehlt eigentlich nur noch die Tür. Ich habe mir gedacht, wie machen wir das?
Könnten Sie hier so draufsetzen? Eigentlich wollte ich ja den Rahmen hier von der Tür so ein bisschen mitgehen lassen. Aber das ist immer... Gut, man könnte... Hier so... Ja, das wäre vielleicht... Dass wir sagen, dass wir den hier so dran machen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Dass wir den hier so... Dann holen wir uns den... Die Schräge. So, dann... Den hier. Warte mal, können wir den irgendwie... Wenn wir den... Nee, das ist blöd. So ist gut. So, genau. So, dann haben wir hier die Schräge. Nach oben. Eins zurück. Falsche Taste. Nee, scheiße. Wo war's? Da. So, jetzt hier. So, das Praktische ist ja so bei so einem Monster Truck, dass sie ja nicht so wirklich Scheiben haben. Das wäre sehr kontraproduktiv bei einem Unfall. Das macht das Ganze ein bisschen, ja, entspannter, kann man sagen. So, dann machen wir den auf die 1. Zwei über Motorhaube, genau. Auf die 1, so dass die Tür aufgeht und die Klappe. Ah je. Sehr unvorteilhaft, so ein hohes Teil. Da kommt man ja kaum dran. Bist du der Tür, die Tür, die ist hier jetzt. Oh je. Da komme ich ja gar nicht mehr dran. Wie machen wir das? Komme ich ja niemals mehr dran. Gut, ich könnte den Knopf hier wegmachen. So, dann machen wir hier 75. Dann passt es eh. Dann ist es okay. So. Nein! Was ist denn da jetzt passiert? Wieso? Ah, verdammt. Ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist, aber irgendwas ist da passiert. Okay, also, auf jeden Fall müssen wir nochmal die Tür abmachen. Sprich, den hier, den hier, den hier, den hier. Weil irgendwie haben wir den... wohl falsch befestigt. Ich weiß auch nicht so genau. Ich bin wahrscheinlich da dran gekommen, aber wir wollten ja eigentlich hier so dran. So, und der hier soll... Da so dran. Wir probieren das jetzt vorher aus. Gut. Jetzt passt's. Genau. Okay. So, der hier ist ja aber auch fürs Dach zuständig, oder? Also das... Genau, das passt. Gut. So, ich setze mich jetzt hier mal rein. Die Zusatzlenkung. Wieso kann ich den nicht mit dem Sitz verbinden? So, jetzt geht's. Okay. So, ich bin auch am überlegen, ob ich die Seite hier mit da dran mache, damit wir hier vernünftig ein- und aussteigen können. Also ich brich die hier weg. Finde ich ihn jetzt? Da. So, genau.
damit ich hier wirklich hier gemütlich aussteigen kann. Dann müssen wir mal gucken, wie wir die Seite machen, die Seitentür das. Muss man irgendwie noch schöner machen. Natürlich ein bisschen ungünstig mit dem Ein- und Aussteigen. So habe ich mir das vorgestellt. So passt das. Cool. Brauchen wir natürlich hier noch einen Knopf, vielleicht hier so. Dass wir endlich auch von außen auf und zu machen können. Okay, jetzt haben wir die andere Seite auch noch. Das machen wir jetzt natürlich nach. Sprich, wir haben gesagt, den hier weg. Dass wir hier so dran gehen. Hier die Schräge. Aufpassen. So. Schauen wir mal. Achso, wir haben ja die Tür noch nicht verbunden. Die Tür müsste dann demnach hier sein. Machen wir das hier auch gleich. Boah, ist der riesig geworden, Leute. So. Hier haben wir natürlich auch dasselbe Problem, dass der Controller sich hinter der Tür befindet. Ja, hinter dem Knopf. Macht aber nichts. Gut, die Knöpfe könnte man jetzt auch dann wegtun. Brauchen wir ja rein theoretisch nicht. Sparen wir Ressourcen. Das machen wir auch so. Auf der anderen Seite auch. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir können jetzt hier den Knopf hier für den Fahrersitz nehmen. Nur hier müssen wir jetzt erstmal kurz provisorisch den hier hinmachen. Genau, das passt. Sehr gut. So, dann machen wir hier noch eine Schräge. Kein Fehler gemacht, nachschauen. Keinen Fehler gemacht, sehr gut. Hier Türchen zu. Knöpfchen außen hin, haben wir jetzt gesagt, machen wir hier so hin. So, dahin, dann können wir den hier nämlich jetzt entfernen. Den hier mal so zu binden. Schauen wir mal. Voila. Türchen zu, Türchen auf. Fertig ist das Mundgesicht. Okay, hier müssen wir natürlich auch die Reihenfolge noch ändern. Machen wir mal zwei. Den hier weg. So. Als erstes soll natürlich die Tür sein. Hier. Eins. So, als erstes die Tür. Ich muss jetzt gucken. Genau. Also, 2 ist die Lenkung. Dann haben wir den Nitro und hier die Motorhaube. Mit der 4.
Ruderknopf. Schauen wir mal. Ja. So. Ich weiß nicht, ob wir da an den Knopf hier drin noch drankommen. Dann können wir den nämlich hier wegmachen. Oh, da muss ich echt aufpassen. Ja, das ist ein Gefummel, da hochzukommen. Ich habe Angst. Okay, gut. So. Wundervoll. Einwandfrei, Leute. So, dann haben wir ja schon mal hier das Grobe fertig. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir jetzt die Front gestalten. Also eigentlich haben die ja normalerweise kein Licht. Aber ich würde schon gern Licht einbringen, finde ich. Also normalerweise haben sie kein Licht. Aber ich weiß nicht, so ein bisschen Licht gehört einfach dazu bei so einem Auto. Wir jetzt spontan so machen. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier gestalten. Dass die Front interessant aussieht. Könnte es natürlich so Silverado-mäßig bauen. Da muss man jetzt natürlich ein bisschen rumspielen und ausprobieren. Vielleicht so. Sieht ja so ein bisschen Silverado-mäßig aus, das ist gar nicht so verkehrt. Dann einmal hier so komplett durch. Mhm. Okay. Was ich mir auch überlegt habe, ob wir so einen kleinen Kotflügel-Spoiler-mäßig was bauen, aber mal schauen. Wie machen wir das? So und dann vielleicht so und dann ist er halt... Man könnte das dann verglasen. Oder so lassen. Sieht eigentlich auch geil aus. Hat was. So, okay. Was machen wir hier? Ich hätte ja gern hier so ein bisschen Kühlergrill-mäßig was. Vielleicht so. Könnte man machen. Schlecht sieht's nicht aus. Hat schon was. Sieht ein bisschen so angewidert aus. Er hat schon was, muss ich schon sagen. Mal ausprobieren, wenn ich jetzt hier die Motorhaube aufmache. Genau, so habe ich es mir vorgestellt.
Ja. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Das sieht einfach so ein bisschen so angewidert aus irgendwie. Ich weiß nicht. Das gefällt mir. Ne? Das gefällt mir. So, jetzt müssen wir aber mal gucken, ob das mit der Lenkung nach vorne geht. Ja, genau. Das habe ich mir nämlich gedacht. Dass der hier so an der Ecke aneckt. Sprich, den müssen wir schon dann wegmachen. Aber das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Schauen wir mal. So, jetzt ist okay. Wenn ich da die Dinger da, vielleicht kann man die noch austauschen. Schauen wir mal. Schwierig. Nee. Eigentlich geht's nur so. Warte mal, bin ich. Nee, es geht nur so. Also ja, geht nur so. Okay, ja. Ja, es sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Nehmen wir mal hinten. Nehmen wir mal kurz das hier mit. Und wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich find's nicht. Ich find's nicht. Ah. Da. Es versteckt sich immer so ein bisschen. Ah. Das ist ja so. Weil das so klein ist, passt es nicht ganz. Könnte es so machen, aber das sieht dann auch immer ein bisschen so komisch aus, ich weiß auch nicht. Oder man macht so und dann hier so die Klappe. Wobei eine Klappe hat das Ding eigentlich normalerweise gar nicht. Ist eigentlich voll hirnrissig, dem eine Klappe zu geben. Weil das ja eigentlich eher unvorteilhaft ist, wenn dann das Ding da anfängt, da wegzufliegen. Und überall, wo irgendwo so eine komische Verankerung ist, da kann natürlich dann auch was abfallen. Aber wir machen trotzdem eine. Einfach, damit man hinten noch mehr Leute mitnehmen kann und auch hochkommt und so. Finde ich das gar nicht so verkehrt. Deswegen machen wir hier noch trotzdem eine Klappe hin. So. Und da kommt dann eine Schräge drauf, oder? Ne, machen wir es mit Stangen vielleicht. So, dann machen wir hier Schilder hin. Sollte man das vielleicht mal aneinander schweißen. So, genau. Okay. FPS ist übrigens auch gut, also. Ich habe ja eine Limitierung drin, wenn ich aufnehme von 60 FPS. Also es müssten mindestens 60 drin sein, vielleicht sogar mehr. Das weiß ich jetzt leider nicht, wie viel er dann insgesamt reinkriegen würde, aber 60 FPS ist auf jeden Fall ausreichend. So, haben wir noch einen freien Controller? Ich glaube ja, nehme ich den hier. So, dann nehmen wir den hier mal vor. Den Sitz. Oder war das der hier, ne? Genau. So. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich den programmieren kann. Ob ich drankomme. Ist das der hier? Ah, ne. Nee, ich glaube, das ist der auf der anderen Seite, aber da müsste ich echt drankommen. Ja, komme ich dran. So, dann machen wir hier 75, damit er so ein bisschen runterklappt, damit man da wirklich hochklappeln kann. So, 5. Okay, in die andere Richtung. Geht das nicht weiter? Wenn sie hier, dann müsste es doch eigentlich weitergehen, oder? Ach, wir haben es 75 eingestellt. Wir müssen es ja 105 einstellen, damit es ein bisschen weiter klappt als 90. Genau so.
Ich weiß nicht, ob man da jetzt hochkommt. Nee, kommt man trotzdem nicht hoch. Aber ich wollte ja noch, genau. Ich wollte ja hier noch eine Optik dranbringen. Das passt nicht. Dann nehmen wir den hier und den hier. Vielleicht reicht's ja jetzt. Ja, jetzt kommt man hoch. So, okay. Sieht auch nicht schlecht aus. So, okay. Cooles Teil. Wirklich. Hammermäßig. So, mal hier. Zu, genau. Ich finde, der braucht noch oben Lampen. Weiß aber noch nicht so genau, wie ich die gestalte. Weil wenn man hier so aufmacht. Klappen die Lampen ja hoch. Vielleicht so. Sondern hier. Vielleicht dann noch. Oh, bleibst du hier? Vielleicht mit dem Bearing nach unten drehen kann. Dann würde ich ja sagen, dass wir hier einen Geraden dran machen. So, dann machen wir die mal schwarz, die Bearings. Drei auf jeden Seite, auf jeder Seite, das sollte eigentlich passen. Sieht gut aus. Noch ein bisschen runterklappen lassen. Das könnte man natürlich auch noch ein bisschen spielen, dass man sagt, hier so. Dass man hier sowas drauf macht. Müssen wir mal gucken. Nehmen wir mal den hier. Und verbinden ihn da rein. Also der soll ja nicht gesteuert werden, der soll ja nur eine Position einbehalten. Oh, wir sind schon wieder fast am Ende hier. Wahnsinn. Das geht immer so rasend schnell. So, dann machen wir mal 15. Bin mir noch nicht sicher mit den Dingern hier. Weil das Problem ist, dass wir oben rot haben. Also ich, wenn dann würde ich es wahrscheinlich so machen. Na, das sieht doof aus. Da bräuchte man schmälere oder die Lampen müssten weiter vorne stehen irgendwie. So sieht das ein bisschen komisch aus. So ist, glaube ich, besser. Und sieht echt nicht schlecht aus. So, okay. Dann darf der hier noch weg. Dann würde ich sagen, dass wir hier noch fette Rohre hinmachen. Und die Frage wirklich so hoch? Ja, schon. Vielleicht noch. Hier nach hinten. Oh, ja, das sieht geil aus. Bin auch am Überlegen, ob wir hier so. Jetzt haben wir hier natürlich die Stange hier. Wenn ich jetzt hier lenke, wie sieht denn das aus? Na, da kommt er nämlich verdammt nah dran.
Ich habe überlegt, hier vielleicht eine Stange hin noch zu machen. Aber das geht eigentlich, das stört nicht. Und wenn man es hier ein bisschen leichter hat. Wobei viel bringen tut es auch nicht, aber mit einem schönen Sprung und Ducken geht, kommt man hoch. Und es sorgt für ein bisschen Accessoire. Schon echt cool aus. Junge, Junge. Machen wir hier an der Seite vielleicht noch so einen Haltegriff zum Hochziehen. Cool. Mega, mega. Also wirklich, mir gefällt's. So, okay. Nice. Wirklich nice. Nice Truck geworden. Vor allem sehr funktional. Coole Sau. Wirklich. So, dann färben wir das ganze Ding noch ein. Das können wir noch machen. Aber dann ist auch schon Schluss. So, ich habe mir gedacht, den Grill machen wir auf jeden Fall schwarz. Die Dinger hier machen wir auch einfach mal schwarz. So, dann würde ich sagen, was machen wir denn da für eine schöne Farbe rein? Achso, wir brauchen noch einen Schalter. Fürs Licht. Ich habe mir gedacht, dass wir auf jeden Fall oben einmal das Licht steuern. Das vordere Licht heute mal ohne Blinker. Es ist immerhin ein Monster Truck und kein Straßenfahrzeug. Wobei in Amerika wäre es wahrscheinlich sogar möglich, mit so einem Ding auf der Straße fahren zu dürfen. So. So, schauen wir mal, was machen wir für eine Farbe. Also ich weiß, vielleicht unten rum so weiß. Ich könnte mal ausprobieren, so weiß ist vielleicht nicht schlecht. Ich will ja gerne irgendwie so ein kleines Muster irgendwie reinbringen. Hier so. Aber da ist halt die Frage, wie kann man hier da ein cooles Muster reinkriegen? Man kann ja nur so blöckchenmäßig irgendwie was malen. Aber man könnte... Was ist eigentlich, wenn man hier ein neues Farbtool hinmacht? Und hier eine andere Farbe macht? Aha, okay. Also schade. Okay, dann würde ich... Weil ich weiß auch noch nicht. Ja, das sieht aber auch komisch aus. Ich hätte gerne so ein bisschen so flammenmäßig irgendwas, aber das kann man hier wirklich in der Pfeife rauchen. Flammenmäßig geht hier gar nichts. Dann machen wir erstmal schwarz. Und schauen wir, ob wir da noch irgendwie einen Streifen oder irgendwas reinmachen. Oh, da sehe ich einen kleinen fehlenden Block.
den haben wir ja freigelassen, damit es da reinklappen kann. Habe ich da einen weiß gemacht. Mal schauen, man könnte ja auch so ziellinienmäßig was reinbringen. Also wäre vielleicht auch eine Idee. Gibt's ja auch. Oder so. Nicht. So eine Amerika-Flagge, so blau und dann mit weißen Flecken. Also wir können natürlich keine 20 Sterne jetzt da rein. Wie viel haben die 40 Sterne reinbringen? Das geht natürlich nicht. Oder Rallye-Streifen, das wäre eine ohne Idee. Aber mit Schwarz sind wir schon mal nicht verkehrt, das sieht schön böse aus. Oh, das ist wieder mal richtig was Cooles geworden. Ich mag das. So. Bin mal gespannt, wie der bei euch so ankommen wird. Ob er euch gefallen wird oder ob ihr sagt, was hat der denn da wieder gebaut? Oh Gott. Bin ich echt gespannt. Der Chat zum Beispiel, der kam ja recht gut an. Der Dragster war ja auch nicht so verkehrt, den fand ich ja auch ganz cool. Bin mal gespannt, ob ich hier mal wieder was hinkriege, was euch gefällt. So, ein schöner Truck. Ah, schwarz steht ihnen ziemlich gut. Das sieht schon gut aus, in schwarz. Aber er ist echt schwer geworden. Das muss man sagen. Ganz schönes Kaliber. Aber das war ja mein Ziel, dass der wirklich richtig Gewicht drauf kriegt. Und trotzdem geländegängig. Und ich finde, das glaube ich haben wir echt gut erreicht. So, okay, jetzt nach vorne. Ah. Komm nicht dran. Ne, Block. Attacke. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Mutterhuhe müssen wir dann eh gleich auch nochmal aufmachen. Der ging jetzt. Der ging einfach. Schauen wir erstmal rein, machen wir erstmal hier so ein bisschen schwarz. Gucken wir, ob ich dann auch noch ein bisschen hier Technik noch irgendwie was reinbringe, dass das ein bisschen netter aussieht hier drin.
So. Hier nehmen wir einen Grauton für hier innen. Ich werde da ein Problem haben mit den Knöpfen. Mit den Flächen hier. Attacke! Okay, das wird nichts. Dann müssen wir wahrscheinlich den Sitz rausnehmen. Ah, da komme ich echt nicht dran. Da komme ich echt nicht dran. So, dann machen wir auch grau. Die machen wir in so einen hellen Grau. Die auch. Sieht also ein bisschen chrommäßig aus, das finde ich ganz cool. Nochmal gucken, ob es passt. Da ist noch ein Farbunterschied. So. Da müssen wir ja glatt echt dann die Sitze rausnehmen, sonst geht das nicht. So rein. Jetzt seht ihr das auch mal, wie das hier so eingeklemmt ist. So. Sieht ja schon mal echt cool aus. Wenn das alles mal so dann Farbe kriegt, ne? Dann hat das schon was. Na, komm ich so nicht dran. Wieder da. Komm schon. Gib mir die Kraft des Pentuts. Komm ich da nicht rüber. Zu niedrig hier vorne. Ha, hab dich. So, okay. Haben wir die schwarz? Okay, genau. Das machen wir dann in einer anderen Farbe, von welchem in so einem dunklen Rot. Aber, lass mich. Soll ja auch gut aussehen, deswegen brauchen wir hier ein bisschen Farbunterschiede, damit man das so ein bisschen auch auseinanderhalten kann. So, genau. Okay, und hier machen wir mal Weiß draus. Ja. Nice. Das sieht ja auch richtig cool aus. Jetzt nehmen wir hier für die Stoßdämpfer vielleicht auch eine interessantere Farbe. Jetzt gelb oder schwarz. Oder hier so ein Rotglänzen.
So. Okay, und hier machen wir dann weiß. Hier noch. Da haben wir es auch schon fast. Coole Sau. Wirklich coole Sau geworden. So. Okay. Jetzt haben wir natürlich nur noch das mit dem Sitzen. Aber sonst sieht der echt geil aus, ne? Okay, ja, dann müssen wir den halt jetzt ganz kurz liften. Oh, wir überziehen ja richtig heftig. Macht nix, dann halt immer ein bisschen länger. So, okay. Sitze. Dann müssen wir halt leider alles nochmal neu machen. Den grauen Tool. Der hier ist ja nicht so schlimm, der sitzt. Schlimmer finde ich die Seite dann. Tut mir leid. das tut immer so weh. Wenn man dann weiß, dass man das ganze Zeug neu einstellen muss. Die ganze Reihenfolge und so. Gut. Spartanisch, aber wahr. So, okay. Knöpfe verbinden. Tür. Was haben wir hier? Das ist die Lenkung. Ich weiß es jetzt gar nicht, was das hier nochmal war. Ach scheiße, wir sind ja geliftet, da kann ich ja gar nicht. Oh. Hier geblieben, Freund. Müssen wir jetzt noch den Motor wieder verbinden. So, was war 2? 2 war die Lenkung, oder? Hä? Hm? Jetzt passiert gerade nichts. Eigentlich sollte das, glaube ich, die Lenkung sein. Jedenfalls muss ich das nochmal überprüfen. Das ist Nitro. Ah, jetzt. Nee. Dann mal hier Nitro. Jetzt probiere ich mal den hier aus. Das ist Licht. Das ist das Licht oben. 4, 5. Motorhaube. Heckklappe. Also 2 geht gerade nicht. Ich weiß auch nicht warum. Also wir haben die 2, die geht ja hier hinter. Da so dran. Also an den und an den hier. Warum der jetzt nicht geht, das weiß ich echt nicht. Den müssen wir aufmachen und nachsehen. Ah! Die Lenkung. Müssen wir ja auch neu machen, klar. So, jetzt stimmt's wieder. Klar! Das darf man natürlich nicht vergessen. Ne? Und jetzt aber den hier. Das ist Schmüll. Schmüll ist das. Weil wir ja so dann oben so eine Lücke haben. Deswegen ist es Schmüll. Schwarz. So. Voila. Da ist er fertig geworden. Ein bisschen verspätet, aber. Was? Die Lampen? Ich weiß nicht, oben. Hm. Andere Lampefarbe? Ich weiß es nicht.
Fällt gerade auf, vorne ist ein Reifen noch anders gefärbt. So. Voila. Ist das ein schöner Truck geworden, hä? Cool. Yippie. So, da will ich mal den Berg hochfahren. Nummer 3. Nitro. Form. Kein Problem für den. Und runter. Form. Oh, Baum. Scheiße. Form. So. Nice. Ja, also. Dann würde ich sagen, ist er fertig. Eindeutig. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass euch der Truck auch gefällt. Also, dass man damit spielen kann. Denke ich, ist schon klar. Aber der muss natürlich auch optisch gut aussehen. Aber ich finde, er ist ganz gut gelungen. So. Warte mal, hier mal einen ganz kleinen, helleren Touch rein. Ja, so grillmäßig. So. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, einen kleinen Like da lassen. Ich sage ciao, ich bin euer Xaupisio. Bis zum nächsten Mal.